Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hoodridge Box von Said. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hoodridge von Said. Du bist kein Berliner, lesen wir hier auf dem Hoodie. Und Said, der hier grimmig böse reinschaut und hier mit den Händen wohl gerade Kraut zerkleinert, um dies dann anschließend zu konsumieren. Okay, die Box ansonsten in weiß gehalten. Wir haben hier Said Hoodridge, weiß Said Hoodridge, und hier auf der Rückseite, deshalb hier auch dieses komische Muster, ein Lebkuchenherz. Also sehr passend zum Titel Hoodridge, ein Lebkuchenherz. Und hier unten haben wir noch die Credits. Alles klar. Wir haben hier eine, ich sag mal, reguläre Clubbox. Jetzt schauen wir mal, was sich darin befindet, wenn ich sie aufbekomme. Boah. So. Wir haben einmal ein T-Shirt, einen Stoffbeutel, eine Spielanleitung, ein Spielfeld, eine unterschriebene Autogrammkarte, das Album an sich und dann hier noch, das werden wahrscheinlich wohl die Instrumentals sein, beziehungsweise eine Bonus-EP. Okay. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Du bist kein Berliner, Said Hoodridge, also genau dasselbe Cover wie auch auf der Box. Und auch hier hinten wieder das schöne Lebkuchenherz. Und dann haben wir hier die Tracks aufgelistet. Also wir haben insgesamt 16 Tracks. Meine Favoriten sind Nachgeladen und Anders als wir. Wir haben Features von Masco, Katie Supir, Silla, PTK, Marc Reis, Credibil, Yoshimitsu und Berkan. Also, wo? Großteils Berliner Features. Kommen wir gleich mal die CD entgegen. So, dann werfen wir mal zuerst einen Blick in das Booklet. Unter der Voraussetzung, dass ich es so herausbekomme. Was haben wir hier? Also hier haben wir die ganzen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer sich für die Texte bzw. die Beats verantwortlich zeigt. Das ist dann wohl eine Danksagung, relativ umfangreich. Und dann haben wir hier noch die Credits und ein Foto. Das ist in dem Fall Katie Supir, der das Album großteils produziert hat. Und auch hier wieder das Lebkuchenherz, also eventuell auch als Wendecover zu verwenden, aber ich bevorzuge, um ehrlich zu sein, das hier. Okay. Booklet zurück. Das ist die CD an sich. Sieht so weiß-hellgrau aus. Und spannend ist, dass wir hier auch nochmal komplett die Tracklist abgedruckt haben. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was hier in dieser Papphülle ist. Weil hier steht gar nichts, außer hier hinten eine Tracklist
Frau mir. Okay, also es dürfte auf jeden Fall eine Bonus-EP sein. Bedeutet, wir haben hier dann noch einmal 4 Tracks extra. Wir haben hier einige Features, und zwar wirklich einige. Wir haben hier Features von Credibil, Katie Supir, Crackavelli, Frauenarzt, Bossa, und dann haben wir hier noch einen Remix, da ist drauf Butch, Raf Camora und Herzog. Also die Hood Rich EP, auch mit anderem Cover natürlich. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, das in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Diese ist sogar durchnummeriert worden, finde ich spannend. Ich weiß natürlich nicht, was die Auflage ist, aber 677, deshalb tippe ich mal stark auf 1000 Boxen. Vielleicht waren es auch mehr, ich will jetzt Said hier nicht zu nahe treten. Aber auf jeden Fall mit originaler Unterschrift, also das hier ist mit schwarzem Edding unterschrieben worden und nicht aufgedruckt. Rückseite ist blank weiß, gefällt mir gut. Und dann kommen wir auch schon, kurz Platz, zu dem ominösen Stoffbeutel und zu dem Spielfeld. Also diese drei Sachen dürften nämlich zusammengehören. Also wir haben hier einmal, das ist die Frage, Knasttegel. Ja, also wir werden wohl oben starten, denn hier oben haben wir die Info Knasttegel und hier unten haben wir die Info Hood Ridge und das sieht mir sehr nach dem Ziel aus. Also, wir haben dann hier noch diesen Beutel, der ziemlich streng zugemacht wurde. Gut, dann haben wir 4 Spielsteine. Also, wir können einmal als Katie Supir spielen, normal oder ja, vermummt zu, mit zugeklebtem Mund. Und einmal als Said mit Hoodie und einmal als Said mit Maske. Das sind die 4 Möglichkeiten. Einen schwarzen Würfel haben wir noch dabei. Und dann haben wir hier noch so Spielkarten, Ereigniskarten, Fragekarten. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz. Würde mich jetzt interessieren, ich glaube, es sind einfach Fragekarten. Jawohl. Also hier steht zum Beispiel die Frage, wie heißt der Titel des ersten HDF von Said auf Agro TV? Und hier unten gleich die Antwort, halt die Fresse. Okay, und dann haben wir natürlich hier zur Erklärung die Spielanleitung. Die werde ich jetzt natürlich nicht im Detail vorlesen, aber im Prinzip dürfte das Spiel recht simpel sein. Und hier werden dann die Felder erklärt, die Aktionsfelder, weil wie ihr hier sehen könnt, gibt es schwarze, weiße und rote Felder. Die schwarzen dürften einfach nur eine Frage beinhalten und die weißen Felder sind dann eben speziell in der Anleitung nachzulesen, beziehungsweise die roten Felder. Ja, habe ich so in einer Box noch nie gesehen. Bowser hat ja in seiner Box auch ein Brettspiel, ein Trinkspiel reingemacht, aber so ein, ich sag mal, normales Spiel habe ich in der Form noch nie gehabt. Finde ich eine nette Idee, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und speziell auch hier mit diesen Fragekärtchen mein Wissen testen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Shirt. Und das Ganze sieht so aus. Said Hood Rich. Ja, wir haben hier Said mit dieser Maske. Und hier eben der Aufdruck Said Hood Ridge. Ich muss ehrlich sagen, meine, auch wenn ich das Cover jetzt auch nicht so feiere, aber ich glaube, ich hätte ehrlich gesagt noch das hier bevorzugt. Beziehungsweise vielleicht einfach nur den Schriftzug, du bist kein Berliner, auf dem T-Shirt. Aber so mit der Maske und dieser Aufdruck, muss ich ehrlich sagen, ist nicht meins. Also ich werde dieses T-Shirt definitiv nicht anziehen. Neckprint haben wir keinen, glatt weiß. Und wir haben es hier zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und da sehen wir es, Made in Marokko. Gut, schauen wir es nochmal kurz im Detail an, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das T-Shirt dann getragen aus.
Also, wir haben hier Said mit erhobenen Armen und der Maske auf der Brust und dann darunter noch in weißer Schrift Said und dann in roter Schrift Hoodridge. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so mein Design, also ich werde damit jetzt definitiv nicht rumlaufen, aber ja. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L, dann das Brettspiel oder das normale Spiel, weil Brett ist es in dem Fall ja keins, sondern Plan, Faltplan, inklusive Fragekarten, 4 Spielsteinen, Würfel, Spieleanleitung und diesem Stoffbeutel, um das Ganze aufzubewahren. Die unterschriebene Autogrammkarte, die Hoodridge Bonus EP und das Album an sich, Hoodridge, inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Hoodridge von Said. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Said unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.